Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo an diesem Freitag, den 5. Mai. In unseren Streaming-Tipps geht es heute um einen Kriminalfälle lösenden Apotheker und um den Italiener, der den Western-Film erfunden hat. Los geht's aber mit dem Mayor of Kingstown. Der hat nämlich eine Menge Dreck am Stecken und fürchtet sich nicht davor, sich die Finger schmutzig zu machen. Jeremy Renner, bekannt aus den Avengers-Filmen als Hawkeye, spielt wieder den Mayor of Kingstown, Mike McCluskey. Er ist allerdings nicht wirklich der Bürgermeister von Kingstown, sondern hat lediglich den Spitznamen Mayor inne. Sein eigentlicher Job ist es, sich um die Gefängnisse in Kingstown zu kümmern. Die bringen der Stadt nämlich eine Menge Geld ein. McCluskey vermittelt dabei zwischen der Polizei, Politik, Inhaftierten und Kriminellen. Natürlich denkt er dabei auch an seinen eigenen Vorteil und verwickelt sich in illegale Geschäfte. This is a disaster, Evelyn. Michael, even saints have their breaking point. It's getting out of hand, Mike. You can't even control your own people. You want to start a war out here? You want us to stop me, police, Mikey? There's gonna be some payback. I need you to continue trusting me. The inmates are running the asylum, and you're giving up the goddamn key. This war is what I'm trying to stop. Angesiedelt zwischen Crime-Thriller und Gefängnisdrama befasst sich diese Serie mit Themen wie systematischem Rassismus, Korruption und Ungleichheit. Die erste Staffel hatte es schon in sich, doch viele Geschichten wurden noch nicht zu Ende erzählt und warten darauf, in der zweiten Staffel aufgelöst zu werden. Die neuen Folgen Mayor of Kingstown könnt ihr jetzt bei Paramount Plus gucken. Die Hollywood-Stars Quentin Tarantino, Steven Spielberg und Clint Eastwood haben eins gemeinsam. Sie sind alle inspiriert von einem ganz bestimmten Regisseur. Sergio Leone. No one's ever made movies like him, before or after. In Kill Bill, Inglourious Basterds, I've learned and taken as much as I can take. I don't know if an American director would have been able to make it. Sergio Leone gilt als Vater des Italo-Western. Die Sky Original-Dokumentation Sergio Leone – The Italian Who Invented America porträtiert den italienischen Kultregisseur und zeigt, wie er die Geschichte des Kinos beeinflusst hat. Leone konnte im Western-Genre enorme Erfolge feiern. Legendär auch sein Film The Good, The Bad and The Ugly, in Deutschland besser bekannt unter dem Titel Zwei glorreiche Halunken. Die Familie von Leone hat an der Doku über sein Leben und seine Werke mitgewirkt. Sergio Leone, The Italian Who Invented America, könnt ihr jetzt bei Wow streamen. Der Mittelalter-Krimi Melchior der Apotheker dreht sich um den Titelhelden Melchior Wakenstede, der auf ungewöhnliche und zum Teil magische Weise Kriminalfälle löst. So kommt er den Machtspielen und Intrigen seiner Feinde auf die Spur. Die Serie spielt in Tallinn im Jahr 1422. Melchiors erster Fall ist ein ungewöhnlicher Mord an einem Ordensritter, dessen Leiche geschändet wurde. Möglicherweise ist ein Serientäter am Werk und Melchior selbst gerät in Gefahr. Was ist hier passiert? Er ist wie ein junger Spürhund. Er findet jede Fährte. Er ist nicht von allein runtergefallen. Wir haben nur wenig Zeit, Melchior. Was siehst du, Apotheker? Sie hat ihr sündiges Leben bereut. Ist in den Brunnen gestiegen und hat selbst den Deckel draufgelegt? Klingensteins Leichnam wurde geschändet und verspottet. Für mich sieht sowas nach Rache aus. Woher weißt du denn das alles? Die Serie basiert auf den erfolgreichen Apotheker-Melchior-Romanen vom estnischen Autor Indrek Hagler. Sie erinnert vom Stil an Der Medikus, nur eben auf Skandinavisch. Melchior der Apotheker könnt ihr jetzt bei Magenta TV streamen. Das waren alle Streaming-Tipps für heute. Morgen gibt es wieder Nachschub. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt oder abonniert Was läuft heute kostenlos in eurer Podcast-App.
Clara Stritzinger hat die Tipps für heute rausgesucht. Produziert wurde die Folge von Henrike Heidenreich. Ich bin Michelle Paulina Kolberg und wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.